Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Dragoon für die PS1. Im letzten Part sind wir hier auf der Queen Fury rumgelatscht und haben so ein bisschen Story zu den einzelnen Charakteren erfahren. Und jetzt wollen wir auch mal gucken, was wir hier so mit unseren anderen Gefolgsleuten noch bequatschen können. Was macht ihr zwei? Meru sucht ein Abenteuer, deswegen schleppt sie mich durch die Gegend. Das ist eine schöne Formulierung. Hey, entschuldige mal, du bist doch der, der mir hinterher rennt. Naja, das ist jetzt irgendwie die falsche Formulierung dafür, aber okay, so sieht's aus. Meinetwegen. Viel Glück. Toll. Ihr seid wirklich nicht nett. Kommst du mit uns? Ich meine, ich wollte schon gern mal mit zwei Frauen zusammen allein spazieren gehen, wenn ihr versteht. Ich bleib noch ein bisschen hier. Die Luft ist hier frischer. Okay, hör auf zu reden und lass uns in die Gänge kommen. Ja, ja, ist ja gut. Okay, schauen wir mal hier unten lang. Und was wir hier so haben. Mal gucken. Was sagt denn Kongol so? So. Kongol? Hi. Hey, du bist immer noch hier? Entschuldige den Krach. Meru besteht nämlich auf... Ja, genau. Denk dir keine Entschuldigung aus. Gib einfach zu, dass du Abenteuer magst. Babysitter sein scheint schwer. Sehr gut erfasst, Kongol. Sehr gut erfasst. Beilung, gehen wir weiter. Ich glaube, das hat Meru jetzt nicht so ganz gepasst. Aber ich glaube, Kongol hat hier so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen. Finde ich gut. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo wir hier noch weiterkommen. Was war denn hier drin? Hier drin war, glaube ich, Albert. Genau. Okay, hallo Albert. Na, was machst du so? König von Serdio entdeckt, versteckt sich in einem kleinen Zimmer. Auf einem kleinen Fleck. Wenn das die Leute seines Landes sehen könnten, wie traurig wären sie dann? Tja, Was ist hier los? Meru besteht darauf, ein paar Abenteuer auf dem Schiff zu haben. Nur es ist ganz schön schwer, Dart. Das stimmt. Das ist nicht schwer. Das macht Spaß. Naja, dir vielleicht. Ich könnte mir Spaß anders vorstellen, aber hey. Okay. So, was haben wir denn hier noch so? Schnibbeln. Komm, schnibbeln wir mal eine Runde. Oh, Herr Dart und Fräulein Meru. Wie wär's mit einer Party Gemüse schnibbeln? Ja, machen wir. Komm. Wer spielt? Ja, Dart natürlich. In Ordnung, ich kann mit Messern umgehen. No, ich habe Mitspieler. Der Wettbewerb im Gemüse schnibbeln, meine Leidenschaft, mein Leben, mein Werk. Ich mach mich nur bereit. Ja, na denn. Schnibbeln wir mal wieder ein wenig Gemüse. Bereit? Jo. So, hier. Der kann uns gar nichts. Ich bin der Schnibbelmeister. Ja, ne? So, ich zeig euch mal, wie man hier richtig schnibbelt. Mit dem Schnibbeln angefangen.
Zeit ist um. Oh, aber ganz knapp gewonnen, du. Ganz, ganz knapp. Doch, hat er nochmal richtig aufgeholt. Ein Stück Zoll. Mensch. Dies wäre fast ohne ihm gegangen. Aber auch nur fast. Von daher, oh nein, Herr Dort gewinnt. Oh, ein neuer Schnibbelrekord. Oh, ein neuer Rekord für die Gemüsezahl. Noch eine Runde? Nee. Nein, danke, ich hab zu tun. In Ordnung, ich verstehe. Ruft mich, wenn ihr es euch anders überlegt. Ja, kriegen wir nochmal ein Gold? Ja, nochmal ein Gold. Ja, toll. Ich ist ja gar nichts. Mensch. Naja. Wobei, es ist immerhin ein bisschen was. Und damit schon mal besser als gar nichts. Aber, naja. Ne? Ist halt immer so eine Sache. So, dann schauen wir mal kurz hier lang. Ob wir hier noch irgendwo irgendwen oder irgendwas finden. Irgendwas Interessantes. Weil Meru will ja Abenteuer erleben. Ja, da hol die Teile. Okay, das hatten wir schon. Ups, tut mir leid, Herr Dart und Fräulein Meru. Ja. Okay. Ich hab die Teile ersetzt. Nee, in Ordnung, danke. Oh, gut, ne? Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Ich spüre es, ich spüre es. Etwas echt Erstaunliches wird passieren. Ich spüre es. Ich kann es spüren. Okay, okay. Na, hier treibt das Schiff an. Wie funktioniert dieser Mechanismus? Ich weiß es nicht. Ich bediene das Ding, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das ist immer eine sehr gute Kombination. Da müsst ihr euch als Passagier auch gar keine Gedanken machen. Dieses Schiff ist jetzt unser Schlachtfeld, um den Schatz von Tiberor zurückzuholen. Ich tue alle ihr Bestes. Ja, das will man auch meinen. Okay, sie tut auch ihr Bestes. Das ist schön. Ja, ja. Gut, aber da jetzt nichts weiter Interessantes, wahrscheinlich muss ich einfach nur noch mit Haschel und mit Rose reden. So, komm, geh mal da weg. Geh mal da weg, du Kerl. Dankeschön. So, ey, raus da. Raus da, Mann! Raus aus meiner Küche! Alter! So, geht doch. Und hier hoch, so. Dann sind wir auch gleich beim lieben Haschel. Haschel, Haschel in der Tasche, Haschel, immer was schon Haschel. Oder so. Hey, Haschel, na? Haschel gesichtet. Er denkt immer noch nach. Das macht er jetzt schon eine ganze Weile. Was hältst du davon, Dart? Naja, jeder braucht Zeit zum Nachdenken. Bei Haschel ist das nicht anders. Auch wenn man nicht oft der Meinung ist, dass er tatsächlich über das nachdenkt, was er tut. Aber scheinbar tut das doch. Wahrscheinlich. Ja, gut. Hätten wir das. Und dann geht's jetzt nur noch einmal zu... zu Rose. Das wollte ich sagen. Okay, na denn, einmal hoch hier. Hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Höher, 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 höher. Ja, komm schon, Dart. Klettert die Leiter doch mal ein bisschen schneller hoch. Wie wär's, hä? Also ein Leitermatch beim Wrestling würdest du auf jeden Fall verlieren. Also ein Leitermatch. Ach so. Ah. Okay. Treib keinen Schabernack mit ihr. Sie versteht keinen Spaß. Werde ich nicht. Bestimmt nicht. Vielleicht doch. Rose hat wirklich eine sehr mysteriöse Persönlichkeit. Sie ist immer kühl, aber wenn man an einen kritischen Punkt kommt, weiß sie uns auf viele Arten anzuführen. Ja, ja. Deswegen Rose, wegen Rose leben wir noch. Stimmt. Irgendwas ist da los. Und sonst hätte man das Schiffshorn nicht gehört. Ja, ja, ich bin ganz schlaui klugi, was das angeht. So was weiß ich halt, ne?
Geisterschiff. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass das ein PS1-Game ist, sind die Zwischensequenzen so unglaublich geil. Was zum Teufel ist das? Das kann ich nicht glauben. Was macht ihr? Zurück auf eure Posten und überprüft die Schäden. Jawohl, Sir. Ei, Sir. Aber hier ist ein Geisterschiff. Was machen wir damit? Hier gibt es ein Wappen. Es sieht wie ein königliches Schiff aus Mille Saisons aus. Ist das sowas wie ein Geisterschiff? Das habe ich doch schon die ganze Zeit gesagt. Oh Mann. Commodore, schlechte Nachrichten. Es hat den Maschinenraum getroffen. Kayla. Kayla, Sie sollen kommen und es reparieren. Ei, ei, Sir. Wie konnte der Maschinenraum getroffen werden? Das ist ein Stahlschiff, auf dem wir uns bewegen. Das andere Schiff ist aus Holz. Wie kann der Maschinenraum da irgendwie beschädigt werden? Was? Auf diese Art und Weise können wir Linus nicht verfolgen. Manchmal zeigt der Ozean seine Launenhaftigkeit. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Wartet einen Moment, wir können jetzt nichts machen. Da! Das Schiff ist... Dort! Ich kann Shana nirgendwo finden! Eek! Shana? Wo bin ich? Hallo, Herr Geist. Hallo, die Herren Skelette. Und die anderen Geister? Shana. Warum bist du hierher gekommen? Ich weiß nicht. Als ich aufgewacht bin, war ich hier. Okay. Aber die Ritter haben mich bewacht, obwohl sie sind verschwunden. Wenigstens bist du gesund und in Sicherheit. Kommt, kommt. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch eine kleine Erkundungstour machen. Kommt nicht in Frage. Sag mal, bist du dumm? Ich möchte aber auch eine machen. Shana, sag mal, was? Ich weiß nicht warum, aber ich möchte über dieses Schiff gerne Bescheid wissen. Oh, bitte. Oh, bitte, bitte. Wir werden mit Ihnen gehen. Dann ist es kein Problem. Okay, aber wenn etwas passiert, müssen wir zurückgehen. Ja? Mann, ey. Immer wieder das Gleiche hier.
So, und nein, nicht Meru und Rose. Albert und Rose, das ist gut. So passt das. Ja, so können wir das machen. So, gut, dann gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Ah ja, okay, die Flammen hier sind Gegner. Okay. I see. Kein Problem. So, was haben wir denn hier jetzt vor uns? Ui, ein Grim Reaper. Der Tod. Oh, er ist wirklich der Tod. Cool. Nice. Okay, sehr schön. Die Irrlichter sind auf jeden Fall durch Albert instant down. Das ist schön. Aber der Tod macht ziemlich viel Schaden. Das ist nicht ganz so schön. So. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal einen schönen Crash Dance rein. So. Mit dem Schaden wäre das andere Irrlicht definitiv auch direkt down. Pass auf. Versteht ihr? Sie sagt zum Tod, er soll sterben. Ja. Okay. Ich fand's lustig. Oh, du kannst direkt zweimal angreifen, ja. Okay. Mach das. Kein Ding. Ach, Albert, du darfst gerne treffen. Wie wär's, ha? Huh? Mann. Ich muss doch deinen Orkanstab noch weiter trainieren. Ich will doch wissen, was der auf Level 2 so kann. Hey, machst sogar ein bisschen weniger Schaden, ja? Na gut. So, dann stirbt jetzt aber auch dieses Irrlicht. Sehr schön. Okay. Jo, perfekt. Schön was an Erfahrung bekommen, das ist gut. Achso, und die respawnen auch sofort, quasi. Naja, meinetwegen. Ist ein Geisterschiff immerhin, ne? Kapitän, bitte hier aufmachen. Wo bist du, Kapitän? Aha. Okay. Ja, ganz toll. Ich dachte eigentlich, ich komme da vorbei. Aber scheinbar nicht. Naja, dann ist es halt so. Nicht wahr? Und schon wieder der Tod. Okay, soll aber kein Problem sein. Weil wir wissen ja, wie wir mit dem Tod umgehen müssen. Einfach mit da draufhauen und dann passt das schon. Diesmal versucht er nicht mal einen Gegenschlag. Das ist auch gut. Das ist sogar sehr gut. So, ja. Die Hups ja kapiert. So. Ja. Ich sollte auch den Zusatz richtig ausführen. Naja. What? Ich meine, ja, es ist der Tod, aber... What? Einfach mal so ein Insta-Death-Spell, ja? Okay. Dann hauen wir dich mal ganz schnell um. Damit du mich nicht weiter nerven kannst mit dem Mist. Alter! Natürlich, ey. So. Dann hauen wir jetzt erstmal hier das eine Irrlicht um. Mehr. Verdammt, das reicht nicht mal. Nein! Ich hatte jetzt gehofft, dass es reichen würde, aber naja. Man kann nicht alles haben. Jo, okay, das habe ich verstanden. Und nochmal. Ja, natürlich. Alter. Ich meine, Rose ist nicht gerade langsam. Dart auch nicht. Und trotzdem greifen die hier einfach mal weiß ich wie oft an. Wow. Engelsgebiet. Da unten haben wir es.
So, bitte, einmal für Albert. Er kann es gerade gut gebrauchen. So. Okay, dann wissen wir jetzt aber für die Zukunft, auf jeden Fall den Tod zuerst besiegen. Alles andere ist pfui. So. Okay, dann haben wir den jetzt auf jeden Fall weg. So. Und ja, natürlich musst du nochmal hier einen Spell raushauen. Oh, Single Target diesmal. Wird wahrscheinlich dadurch auch mehr Schaden machen. Ja, aber es reicht nicht, um sie zu killen. Okay, perfekt. So, jetzt aber stirb, Mistviech. Okay, na bitte, geht doch. Man muss es nur wollen. So, und dann hämmern wir auch gleich mal die Menütaste. Damit ich hier direkt meine Heilungsprise verwenden kann. So. Okay. So, gucken wir doch mal. Hier steht Kapitänskajüte. Anscheinend lässt sie sich nicht öffnen. Was? Nicht? Och, Menno. Dann müssen wir also nochmal hier durch und kämpfen. Na gut. Meinetwegen. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Na, wieder der Tod mit zwei Irrlichtern? Natürlich. Okay, das wird hier wahrscheinlich so die Standardgruppe sein, die immer auftaucht. Aber damit habe ich jetzt auch kein Problem weiter. So. Erster Angriff gegen den Tod. Und der zweite Angriff gegen den Tod. So, und das sollte es gewesen sein. Mit ihm. Sehr schön. Okay. Das ist schon mal gut. Ja, alles in Ordnung. Das passt schon. Das passt auch. Komm, lasst Albert ran. Der macht euch fertig. Außer er trifft nicht. Mann, Albert. Jetzt mal ganz ehrlich. Warum? Warum machst du sowas, hä? So, gut. Dann also nochmal hier mit Rose dran. Ein bisschen Glück. Nee, 157, das reicht nicht. 160 brauchen wir wahrscheinlich. Ich denke mal auch, dass es genau 160 sein müssen. Ui. Naja, egal. Ja, ich hab's verstanden. Och man, Leute, trefft doch mal. Muss ich das mit euch erst noch trainieren? Dankeschön, Albert. Mensch. Sehr gut. Es funktioniert doch. Wenn man nur freundlich mit dir redet. So, total verschwinden. Meinetwegen. Nehmen wir das mit. So. Gut. Dann schauen wir noch mal ganz kurz in die Zusätze. Ja, Crash Dance ist ausgelevelt, das weiß ich. Mehr und mehr ist auch schon auf Stufe 2, okay. Der Orkanstab ist jetzt auch auf Stufe 2. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Bringt ja auch mehr SP. Ich weiß nicht mehr, was er vorher an SP gebracht hat. Ja doch, das waren vorher 3 mit jedem Schlag, genau. 6 mit jedem Schlag. Also 30. Okay, der bringt auf jeden Fall auch mehr SP. Das ist gut. Das ist schön. Also da erhöht sich Schaden und SP. Natürlich, Wirbeltanz macht immer noch mehr Schaden. Weitaus mehr Schaden. Aber trotzdem, ich glaube, wir leveln jetzt erstmal den Orkanstab weiter. Um mal zu gucken, wo der dann zum Schluss noch hingelangt. Gut, das soll es jetzt aber von dieser Folge erstmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.